Vorgang. Er ist in der Luft und wie gerade schon gesagt, nicht höher als einen Meter über dem Feld. Ja, und hier braucht man jetzt einfach mal das Publikum, oder, Alex? Ja, das ist ja wirklich Wahnsinn, was der Robby da fliegt mit der Bücker 133 aus dem Hause Bonneberger. Angetrieben von dem 250. Das ist schon ganz, ganz hohe Schule im Kunststück. Wow! Im Messer geht er hier ganz tief übers Feld. Und ich bin mir sicher, dass wir während dieser Vorführung alle normal dieses Geräusch hören werden. Ja, da bin ich mir auch sicher. Das ist wirklich ganz, ganz hohe Schule im Kunstflug, höchste Disziplin. Ja, und so kann Kunstflug auch ausschauen. Ganz ruhig, ganz soft geflogen und trotzdem derart spektakulär. Ja, der Robin ist auch ein Meister des F3As. Da hat er sich wirklich auch ganz, ganz lange bewiesen. Und kann daher auch den präzisen Kunstflug wie kein anderer. Und zeigt uns hier ganz majestätischen Kunstflug mit der Lücke Jungmeister. Ein historisches Modell, ein historischer Doppeldecker. Ich auch finde, ein ganz, ganz schönes Modell, auch am Boden. Sieht wirklich toll aus. Ja, wirklich toll. Das Original geflogen nicht von einem Mann, sondern von der Liesel Bach. Steht ja auch auf den Rundstücken. Die langsame Rolle über den ganzen Platz geflogen. Schau dir mal die Höhe an. Ja, leck mich doch am Arsch. Du sagst es. Das ist krass. Ich habe Videos gesehen von Untermünchheim. Da ist ja der Robin Trupp im Verein. Aber auch ein Video ist halt nur ein Video. Wir haben es live gemacht. Das kannst du nicht vergleichen. Ich bin so froh, dass wir das heute live erleben dürfen. Mit allen tollen Piloten, die hier sind. Mit allen genialen Modellen. Schau mal, was macht er denn jetzt da oben? Ich denke mal, er geht ins Rückenflachtrudeln. Genau. Also Trudeln mit gedrückten, Höhenruder nicht mit gezogenem. Rückenflach war es nicht ganz, aber sehr, sehr nah dran. Übrigens alles Figuren, die mit dem Original auch geflogen worden sind. Vielleicht nicht in der Höhe. Gefällt Ihnen das, liebes Publikum? Robin Trun mit der Brücke Jungmeister. Wow, was eine Show. Einfach nur genial. Jetzt schauen wir mal, was von rechts kommt. Das kann auch nur gut werden. Das kann nur tief werden. Ich glaube noch nicht, dass die Landung ist. Einen haben wir noch. Super, vier Seitenrolle. Mega, mega, mega. Ich würde auf jeden Fall sagen, er kann die Spannweite seines Modells ganz gut einschätzen. Auf alle Fälle. Er fliegt einfach am Schatten, ne? Ja, ich denke, da schauen sich auch die ganz, ganz alten Hasen in den Kunstflug was ab. Da kannst du wirklich nur dazu lernen, Alex. In den Rollenkreis, um alle Achsen gesteuert. Hier brauchst du wirklich das Höhenruder, das Tiefenruder, das Querruder und auch ganz, ganz wichtig das Seitenruder. Und vor allem, wenn du in der Höhe bist. Ah, da haben wir jetzt einen Einsegler gehabt.